Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Video von mir. Ich bin zu Deuer Appstar und zu heute die dritte Episode zu meinen Lieblings iOS Studio Tweaks bzw. Apps. In dieser Folge zeige ich euch jetzt nur kostenlose Tweaks. Fangen wir jetzt einfach mal mit der ersten an. Die erste nennt sich jetzt Unfold und damit könnt ihr jetzt euer Lockscreen bearbeiten. Also wie ihr jetzt hier sehen könnt, habe ich jetzt hier unten meinen eigenen Text stehen. Ihr könnt da euren eigenen Namen reinschreiben. Und ihr habt dann diese coole Animation hier. Also wenn ich jetzt hier mein Lockscreen entsperren möchte, dann tut sich das Ganze jetzt hier so zusammenfalten wie ein Stück Papier und sieht auf jeden Fall richtig cool aus, finde ich. Und wir können jetzt auch hier in den Einstellungen Unfold finden und das Ganze auch nochmal beliebig bearbeiten. Also wir können jetzt hier die Nummer von den Falten einstellen. Ich kann das Ganze jetzt hier höher machen oder niedriger. Ich mache das jetzt einfach mal hier auf 5. Und hier unten können wir dann unser Text noch eingeben, den wir auf unserem Lockscreen sehen möchten. Und wir können das Ganze auch nochmal vertikal anlocken. Das zeige ich euch auch nochmal kurz. Das wird dann so aussehen. Also man muss es einfach jetzt hier so hochziehen. Und wie ihr jetzt sehen könnt, wird das Ganze jetzt hier 5-mal gefalten und nicht 10-mal. Und ja, das ist halt Unfold. Die nächste Tweak nennt sich Swipe Selection. Das Ganze könnt ihr auch kostenlos in Cydia finden. Und wenn ihr jetzt einen Text geschrieben habt und ihr das bearbeiten möchtet, ich kann jetzt hier einfach mal irgendwas eintippen. Und ja, ihr habt jetzt hier irgendeinen Fehler mit eingebaut und möchtet das bearbeiten, müsst ihr normalerweise selber so mit dem Finger da hingehen und das Ganze dann bearbeiten. Und es kann ziemlich nervig sein, weil man da nicht immer dahin gelangt, wo man möchte. Und da hilft einem dann Swipe Selection. Nachdem man das Ganze installiert hat, kann man dann einfach jetzt hier nach links oder nach rechts auf seiner Tastatur so swipen. Und dann könnt ihr sehen, das Ganze dann jetzt hier mitgeht. Ich kann jetzt hier nach links gehen, nach rechts, so wie ich es haben möchte. Und könnt jetzt einfach hier zum Beispiel das V rauslöschen und das dann verbessern. Und dann wieder jetzt hier so nach vorne gehen. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich praktisch und hat mir auch schon sehr oft so beim Notizenschreiben geholfen. Und da kann man auch eine Menge Zeit sparen damit. Die nächste Tweak nennt sich Icon Renamer und damit könnt ihr die Icons auf eurem Homescreen beliebig umbenennen. Ich kann euch das Ganze jetzt einfach mal hier demonstrieren. Ihr müsst es einfach aus dem Cydia Store installieren. Wenn ihr das gemacht habt, einfach die Icons hier zum Wackeln bringen, dann hier einen Doppelklick drauf machen und dann könnt ihr schon den Namen eingeben, wie ihr die App nennen möchtet. Ich kann das jetzt hier wieder auf Einstellungen umändern. Einfach jetzt hier auf Apply und dann heißt das Ganze jetzt hier wieder Einstellungen und ja, damit könnt ihr einfach und ja, mit Icon Renamer könnt ihr wie gerade gezeigt einfach die Namen von euren Icons bearbeiten. Die letzte Tweak der heutigen Episode nennt sich Icon Rotator und damit gehen dann einfach die ganzen Icons auf eurem Homescreen mit, falls ihr euer iPhone drehen solltet. Das kann ich euch jetzt einfach mal hier demonstrieren. Müsst ihr euch das einfach aus dem Cydia Store laden und dann ist es direkt schon aktiv. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel in den Landscape-Modus gehe, dann gehen die Icons hier mit. Selbst wenn ich das iPhone jetzt hier auf den Kopf nehme, gehen die Icons hier mit. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat und ihr weitere Episoden dazu sehen möchtet, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt es auch unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Ihr könnt auch gerne unten in die Kommentare eure Lieblings-Tweaks bzw. Apps aus dem Cydia Store schreiben. Vielleicht werden die dann in der nächsten Episode vorkommen. Ansonsten war es das von mir. Folgt mir auf Twitter für die neuesten Nachrichten. Like meine Facebook-Fanpage. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich, meine Freunde.